ich will euch nicht als Waisen zurücklassen. Halleluja, ich komme zu euch. Halleluja, Halleluja. Schöne Grüße von der Christusgemeinde Kelowna zu Hause. Heute ist der siebte Sonntag Ostern, die Zeit zwischen der Himmelfahrt Jesu und dem Empfang des Heiligen Geistes zu Pfingsten. In unserem Evangelium ist Jesus tief im Gebet mit seinem Vater, als er sich vorbereitet auf seinen Tod und seinen endgültigen Abschied von seinen beliebten Jüngern. Wir danken Ihnen, dass Sie diese Zeit mit uns heute verbringen, und wir hoffen, dass dieser Gottesdienst Sie freuen und trösten wird. Bitte melden Sie sich bei unserer Website, wenn es Sie interessiert, und besonders, wenn Sie einige Fragen haben. Wir bereiten uns auf unser Gottesdienst vor mit Gebet. Herr Jesus Christus, du König der Herrlichkeit, du bist erhöht über alle Welt. Wir bitten dich, lass uns nicht allein und ohne Trost, sondern sende uns den verheißenen Geist, dass er uns in aller Anfechtung beistehe und dahin bringe, wohin du uns vorangegangen bist, der du mit dem Vater und dem Heiligen Geiste lebst und regierst von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Lasset uns beginnen. Psalm 68. Gott steht auf, so werden seine Feinde zerstreut, und die ihn hassen, fliehen vor ihm. Wie Rauch verweht, so verwehen sie, wie Wachs zerschmilzt vor dem Feuer, so kommen die Gottlosen um vor Gott. Die Gerechten aber freuen sich und sind fröhlich vor Gott und freuen sich von Herzen.
Singet Gott, Lob singet seinem Namen. Macht Bahn dem, der durch die Wüste einherfährt. Er heißt Herr. Freuet euch vor ihm. Ein Vater der Weisen und ein Helfer der Witwen ist Gott in seiner heiligen Wohnung. Ein Gott, der die Einsamen nach Hause bringt, der die Gefangenen herausführt, dass es ihnen wohlgehe. Aber die Abtrünnigen lässt er bleiben im dürren Lande. Gott, als du vor deinem Volk herzogst, als du einhergingst in der Wüste, da bebte die Erde und die Himmel troffen vor Gott am Sinai, vor Gott, dem Gott Israels. Du gabst Gott einen gnädigen Regen und dein Erbe, das dürre war, erquickest du, dass deine Herde darin wohnen konnte. Gott, du labst die Elenden in deiner Güte. Ihr Königreiche auf Erden, singet Gott, Lob singet dem Herrn. Er fährt einher durch die Himmel, die von Anbeginn sind. Siehe, er lässt seine Stimme erschallen, eine gewaltige Stimme. Gibt Gott die Macht, seine Herrlichkeit ist über Israel und seine Macht in den Volken. Wundersam ist Gott in seinem Heiligtum. Er ist Israels Gott. Er wird dem Volke Macht und Kraft geben. Gelobt sei Gott. Die erste Lesung steht in der Apostolischen Geschichte. Die nun zusammenkommen waren, fragte ihn und sprachen: Herr, wirst du in dieser Zeit wieder aufrichten das Reich für Israel? Er sprach aber zu ihnen: Es gebot euch nicht, Zeit oder Stunde zu wissen, die der Vater in seiner Macht bestimmt hat. Aber ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch kommen wird, und werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa und Samarien und bis an das Ende der Erde. Und als er das gesagt hatte, wurde er zu sehen aufgehoben, und eine Wolke nahm ihn auf vor ihren Augen weg. Und als sie ihm nachsehen, wie er gen Himmel führ, sehe, da standen bei ihnen zwei Männer in weißen Gewandern. Die sagten: Ihr Männer von Galiläa, was steht ihr da und seht zu Himmel? Dieser Jesu, der von euch weg gen Himmel aufgenommen würde, wird so wiederkommen, wie er ihn hat gen Himmel fahren sehen. Da kehrten sie nach Jerusalem zurück von dem Berg, der heißt Ölberg, und liegt nahe bei Jerusalem einen Sabbatweg entfernt. Und als sie hineinkamen, stiegen sie hinauf in das obere Gemach des Hauses, wo sie sich aufzuhalten pflegten: Petrus, Johannes, Jakobus und Andreas, Philippus und Thomas, Bartholomäus und Matthäus, Jakobus, der Sohn des Alphaeus, und Simon, der Zelot, und Judas, der Sohn des Jakobus. Diese alle waren stets beieinander einmütig im Gebet, samt den Frauen und Maria, der Mutter Jesu, und seinen Brüdern. Hier endet die Lesung. Das Evangelium nach Johannes, der 17. Kapitel. Das hohepriesterliche Gebet. So redete Jesus und hob seine Augen auf zum Himmel und sprach: Vater, die Stunde ist da. Verherrliche deinen Sohn, damit der Sohn dich verherrliche. Denn du hast ihm Macht gegeben über alle Menschen, damit er das ewige Leben gebe allen, die du ihm gegeben hast. Das ist aber das ewige Leben, dass sie dich, der du allein wahrer Gott bist und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Ich habe dich verherrlicht auf Erden und das Werk vollendet,
das du mir gegeben hast, damit ich es tue. Und nun, Vater, verherrliche du mich bei dir mit der Herrlichkeit, die ich bei dir hatte, ehe die Welt war. Ich habe deinen Namen den Menschen offenbart, die du mir aus der Welt gegeben hast. Sie waren dein und du hast sie mir gegeben. Und sie haben dein Wort bewahrt. Nun wissen sie, dass alles, was du mir gegeben hast, von dir kommt. Denn die Worte, die du mir gegeben hast, habe ich ihnen gegeben. Und sie haben sie angenommen und wahrhaftig erkannt, dass ich von dir ausgegangen bin, und sie glauben, dass du mich gesandt hast. Ich bitte für sie und bitte nicht für die Welt, sondern für die, die du mir gegeben hast, denn sie sind dein. Und alles, was mein ist, das ist dein. Und was dein ist, das ist mein. Und ich bin in ihnen verherrlicht. Ich bin nicht mehr in der Welt, sie aber sind in der Welt. Und ich komme zu dir. Heiliger Vater, erhalte sie in deinen Namen, den du mir gegeben hast, dass sie eins seien wie wir. Das Evangelium Gottes. Halleluja, 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 Halleluja. Halleluja, 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 Halleluja. Wir bestätigen unser Glauben in die Worte des Nizänischen Glaubensbekenntnisses. Wir glauben an den einen Gott, den Vater, den Allmächtigen, der alles geschaffen hat, Himmel und Erde, die sichtbare und die unsichtbare Welt. Und an den einen Herrn Jesus Christus, Gottes eingeborenen Sohn, aus dem Vater geboren vor aller Zeit, Gott von Gott, Licht vom Licht, wahrer Gott vom wahren Gott, gezeugt, nicht geschaffen, eines Wesens mit dem Vater. Durch ihn ist alles geschaffen. Für uns Menschen und zu unserem Heil ist er vom Himmel gekommen, hat Fleisch angenommen durch den Heiligen Geist von der Jungfrau Maria und ist Mensch geworden. Er wurde für uns gekreuzigt unter Pontius Pilatus, hat gelitten und ist begraben worden, ist am dritten Tage auferstanden nach der Schrift und aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten des Vaters und wird wiederkommen in Herrlichkeit, zu richten die Lebenden und die Toten. Seine Herrschaft wird kein Ende sein. Wir glauben an den Heiligen Geist, der Herr ist und lebendig macht, der aus dem Vater und dem Sohn hervorgeht, der mit dem Vater und dem Sohn angebetet und verherrlicht wird, der gesprochen hat durch die Propheten, und die eine heilige christliche und apostolische Kirche. Wir bekennen die eine Taufe zur Vergebung der Sünden. Wir erwarten die Auferstehung der Toten und das Leben der kommenden Welt. Amen. Thank you.
gebt Gott die Macht. Seine Herrlichkeit ist über Israel und seine Macht in den Wolken. Halleluja. Lasset uns beten. Lieber himmlischer Vater, wir danken dir für diese Zeit zusammen. Wir danken dir um die Möglichkeit, dein Wort zu hören und deine Weisheit für uns in dieser Zeit anzunehmen. Wir haben für unsere Gottesdienst Andachtshilfe, die wir seit mehreren Jahren verwenden. Sie heißt Sundays and Seasons. Sie kam ursprünglich in der Form eines jährlichen Buches, aber jetzt bekommen wir sie als Abonnement auf dem Computer. Sie hat als Basis unseren Lektionar alle 3 Jahre, also ändert sich nicht vieles vom Inhalt. Es ist mir öfters bemerksam wert, wie zeitlos und relevant einige Teile davon sein können. Ein Beispiel davon ist die Einleitung für diesen 7. Sonntag Osterns. Der Autor schreibt: In diesen Tagen zwischen Himmelfahrt und Pfingsten versammeln wir uns mit den Jüngern in den oberen Raum, in Erwartung des Geistes, der die Kirche über der ganzen Welt umwandeln wird. Im heutigen Evangelium betet Jesus für seine Jünger und für ihre Mission in seinem Namen. Inmitten religiösen, sozialen und wirtschaftlichen Zersplitterungen suchen wir Einheit, die Jesus mit seinem Vater hatte. In der Taufe vereint, gehen wir fort, um unseren Glauben in der Welt auszuleben, eifrig die Einigkeit suchend, die Gott für die ganze menschliche Familie beabsichtigt. Wir befinden uns auch in dieser Zwischenzeit von Himmelfahrt und Pfingsten, zwischen der konkreten, lebendigen Welt, die wir kannten, und der unrealen, sich immer ändernden Welt, worin wir aufgesetzt werden, trotz als aller unserer Widerstandes. So wie die Frau von Lot können wir nur sehnsüchtig auf die Salzsäulen, die gegen den Himmel silhouettiert sind, zurückschauen. Ein starkes Testament dessen, was war, und eine Erinnerung daran, was nie wieder sein wird. Und wir schweben in diesem Nichtwissen, unsicher, und fragen uns, was die Zukunft hält, und selber fragen wir uns, wann werden wir unseren Gott wiedersehen? Wie wir im Glaubensbekenntnis öfters sprechen: Er wurde für uns gekreuzigt unter Pontius Pilatus, hat gelitten und ist begraben worden, ist am 3. Tage auferstanden nach der Schrift und aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten des Vaters und wird wiederkommen in Herrlichkeit, zu richten die Lebenden und die Toten. Seine Herrschaft wird kein Ende sein. Wir haben es alles erlebt, so wie jedes Jahr, dieses Passions- und Osterzeit. Aber dieses Jahr hat diese Zeit einen sehr intensiven, unheimlichen Verlauf. Die uralten Texte werden lebendig, wenn sie einer fast surrealen Wirklichkeit von biblischen Verhältnissen gegenübergestellt werden, in diesem schlimmen Frühling von 2020. Covid-19, eine Weltpandemie, eine Pest, eins der 4 Pferde der Apokalypse, so wie Johannes in seinem mächtigen, verzweifelten und auch beruhigenden Offenbar erzählt. Das weiße Pferd bezeichnet den Fürst, manchmal als Jesus interpretiert. Das rote Pferd bezeichnet Krieg, das schwarze Pferd bezeichnet Hungersnot und das hellgrüne Pferd bezeichnet die Pest. Teile der Welt haben zu irgendeiner oder anderen Zeit das eine oder andere dieser Pferde erlebt. Aber dass die ganze Welt das grüne Pferd zur selben Zeit erlebt, ist fast unglaublich. Im 21. Jahrhundert mit unserer elektronischen und Transporttechnik haben wir aus der Welt ein globales Dorf gemacht. Und diese Annehmlichkeiten sind zugleich unser Verhängnis. Es gibt in dieser Welt fast keinen Ort, wo wir vor diesem Virus geschützt sind. Sobald es irgendwo anfängt,
geht es schnell irgendwo anders weiter. Aber trotz allem sind es genau diese Verbindungen, die uns zusammenbringen, um zusammen eine Lösung dagegen zu finden. Nun kommen wir zu den Jüngern Jesus, die in dieser Zwischenzeit sitzen. Sie haben Jesus nach seiner Auferstehung kurz gesehen und jetzt eben haben sie gesehen, als eine Wolke ihn endgültig von ihnen genommen hat. Seine Worte schallen in ihren Ohren. Aber ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch kommen wird, und werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa und Samaria und bis an das Ende der Erde. Einige wollen sofort mit der Mission Jesus anfangen. Andere erwarten einen Zettel von der Synode. Andere denken, sie sind nicht bereit, weiterzugehen. Andere denken, sie sollten sich nicht weiter hineinmischen. Noch andere trauern um das Leben, das sie kannten und liebten und das von ihnen genommen wurde. Jesus hat versucht, sie zu vorbereiten und zu beruhigen, ehe er weggehen musste. Er sagte ihnen, dass er sie nicht als Waisen lassen wird und dass er einen Tröster schicken wird, der immer bei ihnen sein wird. Aber auf typische Weise verstehen die Jünger es nicht vollkommen. Sie verstehen nicht, dass sie nicht alleine sind und dass Jesus geistlich bei ihnen bleibt. Auch in dieser Zeit der Erwartung und dass er inbrünstig für sie gebetet hat und Schutz vom Gott, seinem Vater. Wir haben einen Teil von seinem Gebet gehört in unserem Evangelium. Ich habe deinen Namen den Menschen offenbart, die du mir aus der Welt gegeben hast. Sie waren dein und du hast sie mir gegeben und sie haben dein Wort bewahrt. Nun wissen sie, dass alles, was du mir gegeben hast, von dir kommt. Denn die Worte, die du mir gegeben hast, habe ich ihnen gegeben und sie haben sie angenommen und wahrhaftig erkannt, dass ich von dir ausgegangen bin und sie glauben, dass du mich gesandt hast. Ich bitte für sie, nicht für die Welt bitte ich, sondern für die, die du mir gegeben hast, denn sie sind dein. Dieses ist ein Teil von dem hohepriesterlichen Gebet, wo Jesus alleine im Garten Gethsemane ist. Wir hatten die Fußwaschung beim Heiligen Mahl im Kapitel 13, dann beruhigende Gespräche mit Jüngern in Kapitel 14, mehr Lehre in Kapitel 15 und 16, worin zum Beispiel Johannes ein Gleichnis vom Weinstock und Reben macht und von die hergebende Liebe, so wie er liebt. Jetzt, hier im Garten, als es allmählich zum Ende kommt, haben wir nun einen sehr menschlichen Jesus, der alles in sein Gebet gibt. Er weiß und er glaubt, dass er in seinem Vater lebt und sein Vater in ihm lebt, so innig, wie er es für alle haben möchte. Er hofft inbrünstig, dass das Versprechen Gottes, das Versprechen der Auferstehung wahr ist. Aber er kann nicht voll komplett sicher sein. Nun schüttet er sein Herz vor Gott aus und sagt, Gott, ich habe alles gemacht, um was du mich gebeten hast. Ich habe versucht, der Welt einen besseren Weg zu zeigen und ein besserer Weg zu sein. Ein Weg, der auf Gerechtigkeit und Liebe gebaut wird. Manche haben es gehört und haben es sofort verstanden. Andere hatten Angst zu hoffen. Noch andere waren mit mir sehr zornig und ärgerlich. Ich habe alles gegeben, ich kann nicht mehr. Du musst für mich weitermachen, bis der Heilige Geist kommt. Und in sein Gebet, ich bitte für sie, nicht für die Welt bitte ich, sondern für die, die du mir gegeben hast, denn sie sind dein. Und alles, was mein ist, das ist dein. Und was dein ist, das ist mein. Und ich bin in ihnen verherrlicht. Und ich bin nicht mehr in der Welt, sie aber sind in der Welt, und ich komme zu dir. Wir sind auch in einer Zwischenzeit, einer Zeit von Nichtwissen, von Ahnung, genauso wie Hoffnung. Wir haben sehr große Selbstopfer gesehen und auch tiefen und manchmal unnötigen Verlust und Tod.
Wir haben frustrierende und selbstsüchtige Wege gesehen und auch Humor und Liebe und Pflege. Wie es zum Ende kommen wird, das wissen wir nicht genau. Wir haben einige Ahnungen, denn wir haben durch andere Herausforderungen über die Generationen erlebt. Also haben wir eine gewisse Ahnung und eine Hoffnung. Aber wir wissen, dass wir eigentlich nur blinde Bettler, die nach einem Licht in einem dunklen Tunnel suchen, wo ein falscher Schritt unser Verhängnis sein kann. Aber wir sind nicht alleine. Wir sind unter denen, für die Jesus so unbrünstig gebetet hat, unter denen, für die er lebte und für die er gestorben ist. Wir sind diejenigen, in denen er lebt, und er lädt uns ein, auch in ihm zu leben. Wir sind ein Volk des Glaubens, ein Volk der Hoffnung, ein Volk der Liebe. Wir können in dieser Zwischenzeit mit ihren Frustrationen und Herausforderungen und tiefer Unsicherheit leben. Wir können die neuen Sprachen und Methoden der Technik und des Zusammenseins lernen. Und wir können die Herausforderungen mit Gebet, Hoffnung, Spende und Hilfe beantworten. Als Petrus zu einem anderen Volk in einer anderen Zeit, aber einer Zeit, die genauso in Angst und Trauer gefesselt war, sprach. Und die Menschen dieser Zeit wussten, dass sie nur vorwärts gehen konnten, aber nicht sicher waren, was dieses Vorwärtsgehen enthielt, sagte er diese Worte: So demütigt euch nun unter die gewaltige Hand Gottes, damit er euch erhöhe zu seiner Zeit. Alle eure Sorge werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Seid nüchtern und wacht, denn euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlinge. Dem widersteht fest im Glauben und wisst, dass eben dieselben Leider über eure Brüder und Schwestern in der Welt kommen. Der Gott aller Gnade aber, der euch berufen hat zu seiner ewigen Herrlichkeit in Christus, der wird euch, die ihr eine kleine Zeit leidet, aufrichten, stärken, kräftigen, gründen. Ihm sei die Macht in alle Ewigkeit. Amen. Wir sind nicht alleine, wir sind nicht die Einzigen, die diese Erlebnisse haben oder gehabt haben. Wir sind nur einfache Menschen und manchmal ist es genug, dass wir einfach still sind und auf den Herrn warten. In den Worten von einem Gedicht von einer Geistlichen, Jan Richardson, es ist ein Teil von ihrem Gedicht: Warte. Warte und sehe, was kommt, um das klaffende Loch in deiner Brust zu füllen. Warte mit deinen offenen Händen, um zu empfangen, was vielleicht nie kommt, außer etwas Leerem und Hohlem. Du kannst es jetzt nicht wissen, kannst dir nicht mal vorstellen, was vorwärts liegt. Aber ich sage dir, der Tag kommt, wo der Atem deine Lungen füllen wird, so wie nie zuvor. Und mit deinen eigenen Ohren wirst du die Worte hören, die zu dir auf neuen, überraschenden Wegen kommen. Du wirst Träume träumen und du wirst eine Welt sehen, lodern mit Segen. Warte darauf, gehe ruhig, bleibe. Ich wünsche Ihnen alle Geduld, alle Hoffnung und alle Liebe in dieser Zeit der Erwartung. Amen.
Lasset uns zum Herrgott beten. Lieber Vater in Jesus Christus, deinem Sohn, unserem Bruder und Herrn, du hast uns im Glauben zusammengeführt. Und obwohl wir nicht körperlich zusammen sein können, wir sind in diesem Glauben verbunden. Bleibe bei uns jetzt und wenn wir uns wieder zusammenkommen können. Und bis dahin. Lass uns nicht los, dass wir nicht versinken oder uns verlieren. Und lass es nicht geschehen, dass wir dich vergessen und deiner nicht gedenken. Erleuchte, tröste, stärke du auch unsere Angehörigen in der Nähe und in der Ferne, unsere Schwestern und Brüder von anderen Glauben. Und alle, die uns fremd und auch die uns feind sind. Wir beten, Herr, erhöre uns. Vor dich bringen wir auch die uns bekannten und unbekannten Sorgen und Nöte aller Menschen, die der christlichen Gemeinde hier und in allen Ländern, die Nöte derer, der verantwortlich mitreden, beraten, regieren und entscheiden im Osten und Westen, im Norden und Süden, die Nöte der Erniedrigten und Unterdrückten, die Nöte aller Armen, Kranken und Alten, aller Bekümmerten, Verzagten und Verwirrten, die Nöte der ganzen Welt, besonders in dieser Covid-Zeit, die Nöte, die wir jetzt vor dir in unseren Herzen im Stiller nennen. Und die Nöte, die sich nach Recht und Freiheit und Frieden sehnt. Wir beten, Herr, erhöre uns. Lass alle und auch uns erfahren, dass wir in deiner allmächtigen Hand sind, die endlich und zuletzt allem Unrecht und Elend ein Ende setzen wird, um einen neuen Himmel und eine neue Erde zu schaffen, in der Gerechtigkeit wohnen wird. Ehre sei dir, dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie du warst im Anfang und bist und sein wirst, jetzt und in Ewigkeit. Amen. Wir beten, Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, im Himmel so wie auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
Wir haben das prophetische Wort und ihr tut gut daran, dass ihr darauf achtet. Seid ihr nun mit Christus auferstanden, so sucht, was droben ist, wo Christus ist, sitzend zur Rechten Gottes. Christus ist auferstanden, Halleluja! Er ist wahrhaftig auferstanden, Halleluja, Halleluja! Wir bedanken uns nochmals, dass Sie diese Zeit mit uns verbracht haben. Wir hoffen, Sie finden sich für die kommenden Woche gestärkt. Nächsten Sonntag ist Pfingstensonntag und dafür haben wir etwas Besonderes. Dafür haben sich die verschiedenen lutherischen Gemeinden des inneren südlichen Bereiches unserer Synode hier in British Columbia zusammengetan, einen besonderen Gottesdienst, einen gemeinsamen Gottesdienst vorzubereiten. Machen Sie bitte mit uns mit. Und jetzt nehmen Sie an Gottes Segen. Der allmächtige Gott hat uns durch die Auferstehung seines Sohnes aus Sünde und Tod befreit. Er segne euch und schenke euch seine Freude. Und Christus, mit dem wir auferstanden sind durch den Glauben, bewahre in euch die Gabe der Erlösung. Gott hat uns in der Taufe angenommen als Kinder seiner Gnade. Er schenke euch das verheißene Erbe. Das gewähre euch der dreieinige Gott, der Vater, der Sohn und den Heiligen Geist. Amen. Geht in Frieden. Verteilet die gute Nachricht. Halleluja. Gott sei Lob und Dank. Halleluja, Halleluja.